Das ist blau, grün, rot, da sind wir uns ja alle einig. Aber sehen wir alle auch das Gleiche? Ich meine, ist dein Rot auch mein Rot? Und sind Farben überhaupt echt? Internet, was geht? Ich bin Marius and welcome back to this channel. Und Leute, macht euch ready, nach diesem Video werdet ihr alles, was ihr jemals mit euren eigenen Augen gesehen habt, in Frage stellen. So viele von euch haben in den Kommentaren gefragt, sehen wir überhaupt alle Farben gleich? Das ist eine gute Frage. Da es ja in der Frage darum geht, meine Wahrnehmung von Farben mit jemand anderem zu vergleichen, habe ich mir Verstärkung geholt. Simon! Also sehen wir zum Beispiel die Farbe von Simons Haaren allen gleich. Wir werden alle sagen, das ist rot, aber sehe ich dasselbe Rot wie zum Beispiel Simon? Genau, oder ist dein Rot vielleicht einfach so mein Grün? Genau, vielleicht sieht Simon deine Haare ja so. Oder so. Genau. Und ich so. Denke dann, es wäre rot. Das ist jetzt schon mein Fuck. Okay. Voll. Was daran am allermeisten aggressiv macht, aber egal. Da gehen wir später drauf ein. Leute, wenn ihr auch noch so eine verrückte Frage in eurem Kopf drin habt, dann haut die mal unten in die Kommentare und vielleicht wird die schon im nächsten Video dann beantwortet. Und wir machen das hier jede Woche. Also, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, dann smash mal den Abo-Button. Um zu verstehen, ob wir überhaupt alle dieselben Farben sehen, müssen wir erstmal checken, wie unsere Augen überhaupt Farben sehen. Jeder, der zum Beispiel im Dunkeln schon mal gegen den Tisch gelaufen ist, weiß, wir brauchen Licht, um zu sehen. Und Licht besteht ja bekanntlich aus verschiedenen Wellenlängen. Genau das kann man zum Beispiel gut sehen, wenn man ein Prisma gegen das Licht hält. Und was man sich halt wirklich erstmal bewusst machen muss, sind, dass es wirklich Längen sind. Es sind einfach wirklich quasi Meterangaben, die man messen kann. Die Farbe Blau hat zum Beispiel eine Länge von 490 bis 450 Nanometer. Das heißt, die Farbe hat wirklich einfach eine Länge, die man messen kann. So voll weird irgendwie, aber voll logisch. Mit so einem kleinen Zollstock kann man so dran halten und einfach so, okay. Ja. Wenn Licht zum Beispiel eine Banane trifft, dann absorbiert die Banane ein bisschen von dem Licht und reflektiert den Rest wieder zurück. Welche Wellenlängen von so einem Gegenstand absorbiert werden, ist natürlich von Gegenstand zu Gegenstand unterschiedlich. Bei einer Banane reflektieren Wellenlängen zwischen 590 und 560 Nanometern zurück. Das ergibt dann die Farbe Gelb. Und eben diese reflektierenden Wellenlängen bestimmen, welche Farbe du siehst. Denn in dem Moment, wo dieses Licht in dein Auge gelangt, kommen die Zapfen ins Spiel. Die Zapfen sind kleine Zellen, die in deinem Auge sitzen und die sind spezialisiert darauf, auf Licht zu reagieren. Normalerweise haben Menschen so 6 bis 7 Millionen davon. Die sind allerdings nicht alle gleich. Es gibt 3 Arten von Zapfen. Einmal welche, die empfindlich auf Rot reagieren, dann welche, die auf Grün empfindlich reagieren und auf Blau. Und wenn jetzt dieses Licht, was eben auf die Banane draufgeschossen ist, dann zurück in unser Auge reflektiert wird, reagieren diese Zapfen. Die werden quasi verschieden stark stimuliert. Oh. Und genau dieses Signal wird dann letztendlich zum Hirn weitergeleitet, wo es dann verarbeitet wird und am Ende sehen wir dann eine Farbe. Gelb. Tada! Wir wissen natürlich, dass nicht alle Menschen die Farben gleich sehen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Farbblindheit. Jeder 12. Mann und knapp 1% aller Frauen weltweit sind farbblind. Wenn du Tritanopie, eine besondere Art der Farbblindheit hast, würdest du dieses Bild zum Beispiel so sehen. Und du wirst halt dein ganzes Leben lang gelernt haben, diesen Grauton, wie alle anderen auch, grün zu nennen. Und zwar ohne zu wissen, dass derjenige, mit dem du gerade sprichst, was ganz anderes sieht als du gerade. Jetzt fängt dieser Mindfuck halt an. Genau. Für dich ist dieses Grau ja grün, aber alle anderen denken, du würdest das Grün sehen, was sie sehen. Aber Farbblindheit betrifft ja jetzt auch nicht alle Menschen. Die anderen sehen doch bestimmt alle Farben ziemlich gleich, oder? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Denn Farben existieren nicht wirklich. Und bevor jetzt das klingt erstmal krass. Lass uns das mal kurz erklären. Sie existieren nicht außerhalb von unserer Wahrnehmung. Das klingt jetzt erstmal wie der derbste Mindfuck. Ist es auch. Denn im Gegensatz zu zum Beispiel Gravitation, die sich ja auf alle Lebewesen gleich auswirkt, entstehen Farben letztendlich nur im Kopf. Wie wir jetzt ja mittlerweile gelernt haben, können wir Menschen mit unserem Auge nur ein bestimmtes Spektrum an Farben sehen. Und dafür haben wir ja eben unsere 3 verschiedenen Arten von Zapfen. Es gibt aber zum Beispiel einfach so ein paar Vögel, die haben da so 4 Arten von Zapfen. Und der Fangschreckenkrebs, Leute, hat sogar einfach fucking 12 verschiedene Arten. 12. Was will er denn alles sehen? Alle diese Tiere haben eine andere Farbwahrnehmung als wir. Und wer sieht jetzt die echten Farben? Wir? Oder der Fangschreckenkrebs? Keiner, denn Farben existieren ja nicht wirklich. Sie existieren nur in der Wahrnehmung des jeweiligen Lebewesens. Sie werden aus den Lichtwellen, die unser Auge aufnimmt, interpretiert. Und wie zum Beispiel bei einem Gedicht in der Schule, gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene richtige Interpretationsmöglichkeiten. Na was?
Aber wo sollen wir dann wissen, ob das Rot, was ich jetzt hier gerade sehe bei Simons Haaren, dasselbe ist, was Simon sieht oder was ihr gerade seht? Die Antwort ist gar nicht. Gibt es keine Möglichkeit, irgendwie rauszufinden? Nee, also? Gar nicht. Wie willst du es machen? Es gibt zwar Tests, die du machen kannst und so, aber im letzten Endes müsstest du durch das Bewusstsein von jemand anderem leben, das ungefiltert, das heißt auch nicht durch irgendwelche Computer oder sowas, um das zu wissen. Ja, klar, sonst wird es ja immer automatisch konvertiert werden. Genau. Und das bedeutet, dass du mit all den Farben, die du siehst, vielleicht allein bist. Das heißt, du könntest der einzige Mensch sein, der zum Beispiel Pikachu genau so sieht. Und es gibt keinen Weg zu checken, ob du wirklich der Einzige bist oder ob alle anderen das auch so sehen. Und Leute, jetzt denkt ihr euch, ja, das ist ja alles so schön und gut, dass man das alles im Kopf durchspielt, aber es gibt sogar ein echtes Beispiel dafür, dass wir Farben alle ziemlich unterschiedlich sehen. Und zwar das allseits berühmte und berüchtigte Kleid. Die einen sahen ein blaues Kleid mit schwarzen Streifen und die anderen sahen ein weißes Kleid mit goldenen Streifen. Dass ein und dasselbe Kleid in zwei verschiedenen Farben wahrgenommen werden kann, kann daran liegen, dass unser Gehirn die Farben, die aus der Umwelt quasi kommen und in unser Auge eintreffen, rausfiltert und nur die Farben von genau dem Ding zeigt, auf das wir gerade gucken. Und dieses eine Foto von diesem einen Kleid scheint laut Forschern genau den perfekten Zwischenpunkt getroffen zu haben. Laut Daniel Conway, einem Neurowissenschaftler, der sich auf Farbwahrnehmung spezialisiert hat, ist es nämlich so, dass die Menschen logischerweise darauf trainiert sind, in Tageslicht zu sehen. Tageslicht bewegt sich in einer Farbrichtung von orange-rot über bläulich-weiß zu wieder orange-rot über den Tag. Man kennt es. Und dadurch sind unsere Augen darauf trainiert, genau diese Farbwellen rauszufiltern. Und ob du jetzt das blaue oder das weiße Kleid siehst, hängt davon ab, ob du denkst, dass das Kleid im Schatten ist oder gerade angeleuchtet ist. Denn wenn du denkst, dass das Kleid im Schatten liegt, filtert dein Gehirn automatisch die blauen Farblängen aus und das Kleid erscheint weiß und gold. Und wenn du denkst, dass das Kleid gerade angeleuchtet wird, werden die Rot-Orange-Töne abgezogen und du siehst das blaue Kleid. Das heißt, unsere Farbwahrnehmung an sich ist auch noch von der Umwelt abhängig. Je nachdem, wie etwas gerade angeleuchtet wird, bekommt es eine leicht oder total andere Farbe. Obwohl zum Beispiel das Kleid selbst seine Farbe gar nicht ändert, nur unser Gehirn denkt, es hätte eine andere Farbe. Das zeigt nochmal, dass Farbe wirklich keine echte Sache ist, sondern nur in unserem Gehirn stattfindet. Und selbst da dann auch mit 1000 Varianten, verschiedenen Faktoren, die mit reinfließen. Voll, oder? Das ist ja super krass. Was unser Gehirn eigentlich alles macht, ist mega heftig. Ja, und was sagt das uns jetzt alles? Naja, wir wissen's nicht genau. Eigentlich hatte ich hier noch ein Part, wo ich noch ganz viele verschiedene Arbeiten von Wissenschaftlern vorstelle und so weiter, die zeigen, dass man Farben vielleicht doch recht ähnlich wahrnimmt und so. Aber am Ende ist alles immer darauf hinausgelaufen, dass alle sagen, yo, wir können es nicht hundertprozentig sagen. Es ist unmöglich zu wissen, ob wir alle die gleichen Farben sehen. Aber ich finde das sogar ganz geil, weil es irgendwie auch so ein bisschen zeigt, dass einfach alle Geschmäcker dann auch verschieden sein können. Es kann sein, dass du deshalb irgendwie dann diese eine Farbe voll geil findest, weil du die vielleicht auch genauso siehst und jemand anderes, der dann vielleicht eine andere Farbe mag, dann kann man so denken, ah, okay, vielleicht der sieht ja auch einfach nur eine extrem schöne Farbe. Das heißt, zum Beispiel siehst du ein Blau kräftiger und schöner als ein anderer Mensch, deswegen ist Blau vielleicht deine Lieblingsfarbe. Und ich finde, selbst wenn du der Einzige bist, der die Farben genauso sieht, macht es alles, was du siehst, irgendwie noch zu etwas Besonderem und etwas Einzigartigem. Eigentlich voll. Jetzt schätze ich meine roten Haare noch viel mehr wert. Aber eine Farbe kennt ihr alle, nämlich das Rot vom Abo-Button. Und da müsst ihr drauf drücken. Das soll nämlich grau werden, ne? Das soll nämlich grau werden, das ist ganz wichtig. Da wollen wir gar keinen Grund mehr haben. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Das ist immer sehr viel Arbeit. Das Ganze recherchieren, animieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Wenn du nur noch verrückte Fragen hast, unten in die Comments. Richtig. Dann werden die vielleicht nächste Woche schon beantwortet. Und Leute, wirklich nichts ist zu verrückt. Ihr merkt schon allein an dem Video, dass es egal, komplett brave fuck die Frage ist. Marius wird auf jeden Fall eine Antwort für euch mit am Start haben. Deswegen, richtig. Auf jeden Fall, ich sehe immer, wie viel Arbeit da reinsteckt, Leute. Deswegen gönnt. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, ob du aus dem Kurs das Video bis zum Ende geschaut hast. Folgt mir auf Instagram. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Wow. Und ich habe mich getroffen jetzt, aber tschüss.